Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Call of Duty Cold War Zombies. Und dieses Mal die nächste saisonale Herausforderung. Und zwar explosiv im Abgang. Dafür müssen wir Spezial- oder Elitefeinde mit Explosionen ausschalten. Und zwar mit Splittergranate, Semtex oder dem Affen. Und da empfehlt sich natürlich die Semtex, weil alles andere, naja, die Splittergranate, da kann man schon mal daneben werfen. Oder der Affe. Bis der explodiert ist, bis dann ist der Zombie schon wieder sonst wo. Deswegen würde ich die Semtex empfehlen, weil die am Gegner kleben bleibt. Aber ich zeige euch das Ganze natürlich auch nochmal. Das Ganze mache ich im Ausbruchmodus, weil da einfach mehr Boss-Zombies, also Elite-Zombies und Spezial-Zombies spawnen. Darunter fallen natürlich Megaton, Mengner, Krasny und wie sie nicht alle heißen. Die geht es alle mit Explosionen zu töten. So, Freunde, ich habe mir mal eine Semtex besorgt. Mehr habe ich leider noch nicht gefunden. Und da vorne haben wir einen Mangler. Und wir machen ihm erstmal so normal Schaden, bis er fast tot ist. Und dann kleben wir einfach die Semtex an ihm. Sorgen dafür, dass er explodiert. Und dann müsste das der erste Zähler sein. Ja, ein bisschen noch so. Oh. Da stand sogar Megaton, Semtex Abschuss. Das war Nummer 1. Und ich werde das Ganze hier noch ein bisschen machen. Vielleicht noch ein, zwei Beispiele mit reinpacken. Und danach sehen wir uns hier im Hauptmenü und gucken uns die Herausforderung nochmal an, würde ich sagen. So, Freunde, ich habe hier mal ein kleines Weltereignis angenommen. Das war das Hordenbedrohung eliminieren müssen. Und das ein. Ach Gott, verpisst euch! Ein Megaton bei mir gespawnt. Mängler hole ich mir jetzt erstmal direkt weg. Einfach weil der gerade stört aus der Hölle. So. Das nehme ich natürlich auch mit. Der kann auch weg. Und dann haben wir noch so eine Megaton-Hälfte. Den machen wir erstmal wieder ordentlich Schaden. Aber bringen sie halt nicht um. Ein, zwei Schuss vielleicht noch. Und dann gibt's eine Semtex für ihn. So, da hatten wir es auch. Megaton-Eliminierung. Gute Jagd. Hordenbedrohung terminiert. Das war quasi. Seite 6, nice. Der zweite Boss-Zombie, sag ich mal, den wir damit eliminiert haben. Und jetzt sehen wir uns auf jeden Fall wieder im Hauptmenü. So, Freunde, ich bin wieder zurück im Hauptmenü. Ich bin direkt nach der ersten Welle wieder evakuiert. Wir schauen uns die Herausforderung nochmal an. 2 von 5 haben wir erledigt. Das ist die erste Stufe und ich denke mal, bei 3 Stufen werden wir wahrscheinlich so 15 bis 25. Maximal 50, aber 50 glaube ich nicht, das wäre zu viel für so eine Herausforderung. Ich gehe mal davon aus, dass es 15 bis 25 sein werden. Vielleicht die nächste 10 und dann 15. Weil so eine Herausforderung hat selten extrem viele Eliminierungen, um die abzuschließen. Aber jetzt auch schon mal sehen, wie es funktioniert. Und wenn man das nebenbei macht, im Ausbruchmodus, finde ich das Ganze eigentlich recht einfach. Da geht es auch recht schnell. Immer schön Semtex dabei haben. Dann ist die Herausforderung ruckzuck abgeschlossen. Und in diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.